Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat. Ich bin mal wieder mit meinem Scooter unterwegs, heute mit dem guten alten Nineboard Max G30D2. Und bevor Kommentare kommen, ich habe ihn heute ein bisschen schneller gemacht, denn ich habe es eilig, ich muss die Bahn bekommen. Bitte keine Kommentare dazu, ich weiß, sollte man nicht, ich weiß, ich mache es auch nicht regelmäßig, aber heute brauche ich die Geschwindigkeit, sonst verpasse ich meinen Zug. Aber dennoch wollte ich die Gelegenheit hier nutzen, um einfach ein bisschen mit euch zu quatschen, denn es gibt so ein paar Neuigkeiten. Zuerst mal Neuigkeiten, ja, update-mäßig. Ne? Wer jetzt auch hier einen Xiaomi-Roller oder einen Nineboard Max G30 D oder D2 oder LE oder was es alles so gibt hat, macht, wenn es geht, am besten kein Update, wenn auch ihr gelegentlich vielleicht ein bisschen schneller fahren wollt, als das so standardmäßig geht, oder mal einen Tempomaten aktivieren wollt, oder. Denn mit den neuesten Updates, die man quasi aufgedrängt bekommt in den mitgelieferten Apps, da ist dann Feierabend damit. Ne? Also da wird das rigoros ausgesperrt vorerst. Von daher würde ich an eurer Stelle kein Update machen und das einfach so lassen. Ich habe noch nie ein Update gemacht bei keinem meiner Roller. Ich habe es alles im Werkszustand gelassen. Wozu updaten? Ganz ehrlich, ich habe die ausgepackt, eingerichtet, sie haben funktioniert und damit war die Sache für mich schon geregelt. Also man braucht ja nicht überall ein Update für sowas. So, das wäre die eine Sache. Zum anderen, ja, schaut euch mal das schöne Wetter an. Geht ja mal zu den positiveren Sachen. Es ist Ende April und das Wetter wird schöner. Das Rollerfahren macht wieder mehr Freude. Und dann kann man auch solche Erledigungen, wie ich sie heute mache, ich muss nämlich was abholen, weil ich echt nicht so viel Zeit habe heute, fahre ich erstmal mit dem Roller zur Bahn, dann schnell eine Station mit der Bahn weiter und dann mit dem Roller weiter. Das ist, ja, würde ich mal sagen, fast so flott wie mit dem Auto, aber viel umweltschonender und geldbeutelschonender auch, denn beim Auto, naja, ihr wisst ja, ne, 2 Euro für den Liter Benzin. Da bin ich mittlerweile echt froh, dass ich immer öfters hier auf meine Roller dann umsteigen kann und da wirklich Hunderte und, ehrlich gesagt, über das letzte Jahr schon Tausende von Kilometern gespart habe. Denn ich bin in einem Jahr mit meinen beiden Rollern, ich habe ja den Xiaomi Mi 1S, das ist mein Pendelscooter, mit dem fahre ich ja jeden Tag zur Bahn und zur Arbeit, wenn das Wetter das zulässt natürlich nur. Und hier mein Nineboard Max G30D2, mit dem ich dann hier so am Wochenende fahre, längere Strecken fahre. Mit denen habe ich summa summarum im letzten Jahr, lass mich kurz überlegen, ich glaube, ich habe jetzt über 1800 Kilometer beim Xiaomi Mi 1S oder vielleicht auch schon 1900. Und beim Nineboard hier liege ich auch bei 8900, also können wir mal sagen, 2.500 bis 3.000 Kilometer, die ich mit meinen Rollern hier gefahren bin in einem Jahr. Ja, und da kann man sich das schon mal ausrechnen. Ne? Natürlich waren nicht alle Fahrten notwendig. Es waren auch so ein paar, ich sag mal, Spaßfahrten dabei. Einfach mal ein bisschen die Landschaft und das Leben genießen. Aber sagen wir mal 2.000 Kilometer reine Erledigungsfahrten, die ich sonst mit dem Auto gemacht hätte. Und das kann man sich hochrechnen. Ne? Rechnet mal den Verbrauch hoch, gerade auf der Kurzstrecke, was weiß ich, 6-7 Liter. Und das mal 2 und das dann mit den 100 Kilometern. Also man spart schon einiges. Ich würde mal sagen, zumindest mal der Mi 1S hat sich bei mir schon amortisiert. Ja, also das habe ich schon alles wieder reingefahren, was der mich damals gekostet hat. Von daher bin ich echt froh, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch mal mit dem Roller alles zu machen und hoffentlich dann auch bald mit dem E-Auto. Ich habe mir ja eins bestellt vor, ja, es sind schon einige Monate. Ich habe letztes Jahr im November, glaube ich, ja, es war im November, habe ich mein E-Auto bestellt und ich warte heute immer noch drauf. Lieferung, ja, sollte eigentlich im April sein. Der April, der ist quasi rum. Jetzt soll es Ende April, Anfang Mai sein. Ich habe immer noch nichts gehört und es gibt ja so einige Probleme in der Lieferkette. Auf jeden Fall, er ist schon gebaut. Er war schon auf dem Schiff und müsste eigentlich schon irgendwo in Deutschland auf dem Festland angekommen sein.
Allerdings gibt es da jetzt aktuell die Probleme, auch wegen der ganzen Ukraine-Krise, dem verflixten Krieg, den Putin da hinten führt, dass viele Lkw-Fahrer jetzt fehlen, die die Waren transportieren. Gerade bei dem Hafen, bei dem mein Wagen abgeladen wird, gibt es da ganz massive Probleme, dass da die Schiffe teilweise vorm Hafen rumstehen, können nicht abgeladen werden, weil eben keine LKWs da sind, die die Fahrzeuge wegfahren. Das ist schon alles echt verrückt, im sehr negativen Sinne. Und von daher hoffe ich, dass er doch dann bald mal irgendwann ankommt, mein Elektrodüser. Ich habe meine Wallbox mittlerweile installiert, das hat auch... Das ist eigentlich eine Geschichte für ein extra Video. Ich sag mal so, hat ewig lang gedauert und Pleiten, Pech und Pannen. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Wie dann ganz zum Schluss nach Monaten endlich der Techniker kam und wollte das Ding installieren und dann den Satz gelassen hat, wie installieren? Ich komme doch nur für die Erstbesichtigung. Da habe ich fast einen Blutsturz bekommen. Eieiei, ich sag's euch. Aber positiv. Ich habe die Förderung schon, ja, die KfW-Förderung, denn ich habe die letztes Jahr noch, bevor ich mein E-Auto bestellt habe, einfach mal so pro forma beantragt, weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, aber noch nicht den festen Entschluss hatte. Und das hat sich bei mir ausgezahlt, denn der Topf, der war ja dann irgendwann schon leer und nur die, die noch gestellt haben, haben Zeit bis Ende 22 dann noch ihre ganzen Nachweise einzureichen, beziehungsweise bei mir wäre es Ende 22 fast gewesen. Das Ganze wurde um 6 Monate nochmal verlängert. Also, da habe ich nochmal ein Schwein gehabt. Die 900 Euro kamen nochmal rein, waren auch dringend notwendig, denn, meine Güte, eine teure Sache war das. Aber heutzutage ist ja fast alles richtig teuer geworden. Also, meine Infrastruktur steht, nur mein Auto, das fehlt. Naja, wird auch noch kommen und dann werde ich euch hier natürlich berichten, was es denn geworden ist. Ich bin ja so einiges Probe gefahren und habe mich dann für ein Auto entschieden, zum einen, sage ich mal, irgendwie rational ist, aber zum zweiten, dass ich mich einfach verliebt habe. Ich habe mich da einfach ein bisschen schockverliebt aus verschiedenen Gründen, aber werde euch das nochmal bei gegebenem Anlass, wenn es da ist, alles genau erklären und dann werden wir auch diverse Tests machen und schauen, wie ist die Reichweite, wie ist der Verbrauch, Autobahn, Landstraße, verschiedene Geschwindigkeiten, lädt er wirklich so schnell, wie es versprochen wurde und keine Ahnung, was es da noch so alles zu testen gibt. Ich werde ihn auch modifizieren. Ich habe ja, um mir die Zeit zu vertreiben, vielleicht kennt ihr das auch, während ich Monate und Monate gewartet habe, immer mal wieder mir Zubehörteile schon mal gekauft, wo ich wusste, da ist eine Schwachstelle oder hier will ich was verbessern, da kann man noch was machen. Und ich habe mittlerweile einen ganzen Karton zu Hause stehen mit Zeug, was ich dann anbauen, verbessern und umbauen werde. Auch das werde ich euch natürlich hier alles lauwarm in meinem Kanal dann mitteilen. Ja, allerdings sind das ja Geschichten, die liegen noch ein bisschen weiter in der Zukunft, aber ich habe noch richtig coole Neuigkeiten für alle, die an E-Scootern interessiert sind, denn seit gestern habe ich zu Hause einen neuen stehen. Jawohl. Und der ist ziemlich vergleichbar, glaube ich, hier mit dem Ninebot, denn der hat ähnlich viel Power, er hat eine etwas geringere, aber ähnliche Reichweite und er kommt von einer Firma, die sich zwar mit Elektromobilität auskennt, aber noch nie einen E-Scooter gebaut hat, also einen Tretroller mit Elektroantrieb. Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Aber welcher das ist, das... Ja, soll ich es... Ah, ich sag's jetzt, komm. Der kommt von NIU. NIU kennt man eigentlich nur von solchen Elektro-Vespas. Ne? Die haben die schon immer gebaut und das auch sehr gut. Und jetzt haben sie auch die ersten beiden E-Scooter rausgebracht. Und einen der beiden habe ich mir dann genommen, das ist der NIU KQi3 Sport, glaube ich. Also der Name ist echt verbesserungswürdig, aber ich hoffe, der Roller wird es bringen. Der hat nämlich auch eine ordentliche Reichweite von bis zu 40 Kilometern, bis zu. Also wir schauen mal, was dann wirklich bei rauskommt. Auf jeden Fall werden wir uns den ganz, ganz im Detail anschauen. Ich habe ihn, wie gesagt, seit gestern zu Hause stehen. Mir juckt es natürlich hier ordentlich in den Fingern, um da zu fahren. Aber ich habe gestern erstmal mein Kennzeichen beantragt. Ihr wisst ja, fahrt bitte nie ohne Kennzeichen, nie ohne Haftpflichtversicherung. Und sobald das dann da ist, ja, dann werde ich
den auspacken, einrichten mit euch zusammen und dann machen wir mal die erste Probefahrt, auf die ich super, super gespannt bin. Da freue ich mich wirklich drauf. Und dann wird der natürlich hoch und runter durchgetestet, so wie ich das mit den anderen Scootern auch gemacht habe. Wir schauen, wie gut ist denn die Ausleuchtung bei Nacht, wie gut ist denn die Steigfähigkeit. Ich habe ja hier jetzt meinen Horrorberg, wo der Ninebot hier irgendwann nach, ich weiß nicht, 1,5 Kilometer nur bergauf fahrt, dann gesagt hat, ich drossle jetzt mal meine Geschwindigkeit runter, meine Leistung. Da bin ich mal gespannt, ob der Niu das vielleicht besser schafft oder ob er da noch mehr Probleme hat beim Hochkommen. Also es gibt wirklich eine ganze Menge, was ich mit ihm vorhabe. Und da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Ja, also man muss sich ja immer mal wieder kleine Highlights setzen, damit das Leben nicht so träge ist und so tröge ist. Ne? Und der Niu E-Scooter, das ist jetzt mein nächstes kleines Highlight. Es gibt aber noch ein kleines Highlight und zwar, ich fahre gerade was abholen und das ist eine neue Drohne, jawohl, eine neue Kameradrohne. Die kommt von Holy Stone, ja, habe ich noch nie von gehört. Macht relativ günstige Kameradrohne mit 4K-Videoaufnahme und GPS, automatischer Verfolgung, automatischer GPS-Rückkehr, so wie man es eigentlich von der DJI her kennt. Das Ganze für 250 Euro. Kameraqualität bin ich mal gespannt drauf. Leider kein richtiger Gimbal, soweit ich das gesehen habe, wo die Kamera hängt. Aber wir schauen einfach mal. So, also, dann quatsche ich mal gleich mit euch weiter. Ich bin jetzt hier nämlich am Bahnhof angekommen. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich noch flott meinen Zug erwische. Und ja, wenn ich dann wieder aussteige, gibt es auch ein paar mehr Infos. Und dann habe ich auch schon wieder mehr als genug gequatscht für dieses Video. Sollte eigentlich nur mal so ein kurzes, hey, ich fahre mal eine kleine Runde und quatsche ein bisschen mit euch rum werden. Ne? Es gibt ja nicht immer was zum Testen. Man kann ja auch mal nur ein bisschen reden. So, ab in den Aufzug. Der riecht sehr gut. Hier hat nämlich irgendwie gestern jemand sein Bier oder irgendwas hierhin verstreut. Und oh, das war... Ich fahre hier jeden Tag durch die bei der Arbeit hin. Das hat schon ziemlich gestunken und geklebt. Sehr, sehr lecker. So. Ach komm, ich bin heute faul. Ist ja keiner da. Ich fahre noch das Stückchen hier bis zum nächsten Aufzug. Zack. Ups. Da klemmt der Knopf. So, repariert. We fix it. Reparaturanleitungen. Heute, wir reparieren einen Aufzug. Gut, dann machen wir mal die kurze Zugfahrt. Da habe ich mich mal wieder ganz umsonst gestresst. Ja. Die Bahn, ich hätte es wissen müssen, sie hat mal wieder Verspätung. Ja. Aber wenn man damit rechnet, ist sie pünktlich. Wenn man nicht damit rechnet, kommt sie zu spät. So ist das leider mit der Bahn. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich dann auch die Tuningstrecke hinter mir und kann gleich dann ganz normal weiterfahren. Denn dann habe ich es nicht mehr so eilig und dann reichen mir die 20 auch wieder ganz normal und regelkonform aus. Jetzt müsste nur noch mal die Bahn irgendwann auftauchen. Das wäre echt, echt fein. Dir ist das egal. Jo. Wäre es mir auch, wenn ich fliegen könnte. So schön angekommen. Ich mache schon mal den Roller an und freue mir hier gerade ein Loch ins Bein, dass ich jetzt hier den schweren Ninebot tragen muss. Denn hier ist eine Treppe, dann geht es hier unten drunter durch und da hinten ist die Treppe wieder hoch. Das ist natürlich Mist. Das ist richtiger Mist. Aber naja.
Ich kann es halt nicht ändern. Ab und an muss man dann einfach auch mal tragen. Aber ich denke mir dann noch immer, wie sieht es jetzt aus, wenn jetzt hier die Oma ankommt mit ihrem Rollator? Soll die den auch hier runtertragen oder wie? Ja, ist doch für die noch beschissener als für mich. Aber ich glaube, das ist stellenweise auch wirklich egal. Zumindest denen, die entscheiden. Aber jetzt genug gemoppert. Ich trage ihn jetzt schnell hier hoch und dann geht es ja weiter mit der Fahrt. Ja, bestes Kopfsteinpflaster. So, jetzt sind wir hier wieder auf der Straße und ihr seht, ich bin wieder ganz regelkonform unterwegs. 19:20 wird hier angezeigt, denn ich muss mich jetzt echt nicht mehr abstressen und kann hier ganz normal weiterfahren, wenn es denn mal weitergeht. Na los. Naja, ist ja schon Anfängeraufkleber hinten drauf. Alles gut. Schalten nicht vergessen. Manche ziehen den zweiten immer ganz gerne bis 70. So, jetzt geht es hier noch ein Stückchen an der Hauptstraße entlang und dann bin ich auch schon gleich am Zielort angekommen. Und eins kann ich euch sagen, das Warten auf die Bahn und die Fahrt waren so schön. Zurückfahren werde ich mit dem Roller ganz komplett. Also da lasse ich die Bahn einfach mal aus. Denn ich habe jetzt so lange auf den Zug gewartet. In der Zeit hätte ich es, glaube ich, auch mit dem Scooter geschafft. Und ich bin ja nur mit der Bahn gefahren, weil ich es eigentlich eilig hatte. Aber wenn die dann so dermaßen verspätet kommt, dann hat sich das mit dem eilig und schnell und ja eh dann mal ganz flott erledigt. Aber naja, ich bin ja immer noch richtig, ich bin ja Berufspendler und ich pendle ja jeden Tag mit der Bahn in die übernächste Stadt quasi. Und ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich habe Angst vor dem 9-Euro-Ticket. Ich habe echt Angst vor dem 9-Euro-Ticket. Denn die Züge sind so schon teilweise überfüllt, ganz regulär. Besonders wenn ich nachmittags nach Hause fahre, da stehen die Leute schon in den Gängen, weil keine Sitzplätze mehr da sind. Und es sind echt keine schönen Zustände. Und wenn dann das 9-Euro-Ticket kommt und noch mehr, viel mehr dann noch mit den ganzen Öffentlichen fahren, und dann heißt es ja gut, dann müssen die eben noch ein paar Züge anhängen, ein paar Waggons anhängen. Ja, aber wo sollen die herkommen? Die haben ja, glaube ich, nichts. Sonst wären die Züge ja so auch schon ein bisschen länger. Ich habe da echt Panik vor. Das werden wahrscheinlich Zustände wie irgendwie, die man aus Indien kennt, wo man sich außen an den Zug hängen muss. Und vor allem, wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, ich will doch in den Zug einsteigen, mich hinsetzen, oh, schon mal ein bisschen entspannen und nicht total gestresst irgendwie da rumstehen zwischen anderen Menschen mit Maske und... Oh. Nee, das muss wirklich überhaupt nicht sein. Ey, da habe ich tierisch Angst vor. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr das? Ich finde ja grundsätzlich die Idee ganz gut. Aber die Bahn, die kann es, glaube ich, nicht leisten. Und das wird eine ganz negative Erfahrung werden, befürchte ich. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Vor allem für die, die als... Ach, wie fährt der denn? Meine Güte, ey. Vor allem die, die als Berufspendler unterwegs sind. Ich glaube, für die wird das echt nicht schön und da zähle ich mich dazu. Und 3 Monate können verdammt lang sein. Aber wir warten es mal ab. Generell freue ich mich ja, dass ich dann auch ein paar Euros spare. Aber ob mir das dann dieser zusätzliche Stress wert ist, ich habe so meine Zweifel. Naja, gut. Leute, ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht. Danke für alle, die es durchgehalten haben und sich mein Geschwafel bis zum Ende angehört haben. Ihr habt schon mal gehört, was unter anderem so noch ansteht und worauf ich mich freue. Und ja, wenn ihr euch auch drauf freut und natürlich noch viele andere Sachen sehen wollt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe ja diverse, ein recht breit gefächertes Themengebiet, was ich alles so zeige, denn ich will mich da irgendwie nicht spezialisieren, sondern ich zeige euch, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht und was mich interessiert.
Und ich hoffe, da ist für viele dann auch immer was dabei. Von daher freue ich mich auch, wenn der Kanal wächst. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache für mich, denn ich muss ja auch die ganzen Sachen irgendwie finanzieren. So, hier geht es jetzt richtig steil den Berg hoch. Und da helfen mir natürlich eure Werbeeinnahmen bzw. die Klicks, wo dann Werbung vorne dran läuft, ganz enorm, dass ich hier überhaupt das ganze Zeugs mir auch immer mal anschaffen kann, um es euch zu zeigen. Also, das wäre es gewesen. Ich rödle jetzt mal hier noch den Berg hoch und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!